Herzlich willkommen zum Tutorial Portweiterleitung beim TP-Link. Bevor wir eine Portweiterleitung beim TP-Link vornehmen können, müssen wir zunächst der Kamera eine feste IP-Adresse zuweisen. Dazu würde ich Sie zunächst bitten, das Insta-Kamera-Tool zu öffnen. Dies tun Sie mit einem Doppelklick auf die Anwendung. Im Folgenden startet das Insta-Kamera-Tool und sucht nach Kameras in Ihrem Netzwerk. Wählen Sie die entsprechende Kamera aus, für die Sie eine Portweiterleitung einrichten möchten. Sie können diese mit einem Doppelklick öffnen. Im Folgenden öffnet sich Ihr Standardbrowser und es erscheint das Anmeldefenster. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Standardmäßig ist der Benutzername Admin. Das Passwort ist keines. Bei neueren Modellen kann dieses Insta sein. Klicken Sie auf Anmelden. Es lädt nun die Web-Oberfläche Ihrer Kamera. Gehen Sie auf Netzwerk und IP-Konfiguration. Sie sehen nun, dass ein Haken gesetzt wurde bei Beziehen der IP vom DHCP-Server. Dies bedeutet, dass Ihr Router Ihrer Kamera automatisch eine IP-Adresse zuweist. Entfernen Sie zunächst den Haken. Legen Sie im Folgenden die IP-Adresse Ihrer Kamera fest. Bei TP-Link-Routern fängt diese mit 192.168.0 und die letzten drei Ziffern können Sie wählen. Es ist empfehlenswert, eine Zahl ab 190 aufwärts zu wählen, da die anderen Zahlen durch den DHCP-Bereich Ihres Routers abgedeckt werden. Somit könnte es zu einem IP-Konflikt mit anderen Geräten oder Kameras kommen. Wir wählen 190. Die Subnetzmaske ist standardmäßig 255.255.255.0. Gateway ist 192.168.0.254. Gateway und DNS-Server stimmen normalerweise überein. Sie können daher das Gateway einfach in den DNS-Server kopieren. Stellen Sie sicher, dass der interne Port auf 80 steht. Anschließend können Sie Ihre Einstellung überprüfen und auf Bestätigen klicken. Die Kamera macht nun einen Neustart. Sobald die Kamera den Neustart vollzogen hat, schließen wir zunächst den Browser und öffnen erneut das Kameratool. Wir haben dort die Möglichkeit zu überprüfen, ob die IP-Einstellungen erfolgreich übernommen wurden. Schließen Sie nun Ihren Browser und gehen Sie zurück ins Kameratool. Klicken Sie dort bitte auf Suchen. Das Kameratool scannt nun erneut nach Kameras in Ihrem Netzwerk. Wir können nun sehen, dass die IP-Adresse und der Port erfolgreich von Ihrer Kamera übernommen wurde. Schließen Sie im nächsten Schritt das Kameratool und öffnen Sie Ihren Standardbrowser. Nun werden wir den TP-Link-Router öffnen. Dies tun wir über die IP-Adresse. Diese lautet 192.168.0.254. Vergessen Sie nicht davor, http://// einzugeben. Sie können mit Enter bestätigen. Es lädt nun die Web-Oberfläche Ihres TP-Links. Gehen Sie dort unter Advanced Settings auf Forwarding. Dort auf Virtual Servers und fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu. Sie können in diesem Menü nun eine Portweiterleitung anlegen. Klicken Sie auf Add New
und geben Sie zunächst die Ports an, beziehungsweise den Port, für den Sie eine Portweiterleitung einstellen möchten. In unserem Fall ist der interne Port 80 und der externe Port auch. Geben Sie ein 80-80. Im Folgenden geben wir manuell die IP-Adresse unserer Kamera ein. Diese haben wir gesetzt auf 192.168.0.190. Stellen Sie sicher, dass das Protokoll auf TCP steht. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass der Status enabled ist, das heißt aktiviert. Die letzte Einstellungsmöglichkeit können wir ignorieren. Diese ist für Standardportweiterleitungen. Klicken Sie im letzten Schritt auf Save, das heißt Speichern. Sie sehen nun, dass ein neuer Eintrag hinzugefügt wurde. Überprüfen Sie noch einmal den Port, die IP-Adresse, das Protokoll und den Status. Sollte dieser nicht korrekt sein, können Sie auf Modify, das bedeutet Bearbeiten, klicken. Sind die Einstellungen korrekt, können Sie den Router schließen. Wir haben nun erfolgreich eine Portweiterleitung für den TP-Link angelegt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.